Ein Bär. Oh Gott. Irgendwie die letzten 4 Kugeln im Magazin und er ist stehen geblieben. Ich hab irgendwie geschwitzt schon. Ich dachte, oh nein, das war's. Bei den Gates. Hier rennt was bei mir. Kleiner, bei mir. Komme. Ich bin trapped. Hilfe. Ist er da drin? Ja, ich bin hinten drin. Aber er kennt mich ab. Hat Hit? Ist down. Nice, der ist down. Oh. Perfekt. Sehr schön. Nice, ey. Was hat er gehabt? Oh, er hatte alles. Oh, Raketenwerfer! Der hat einen Raketenwerfer! Wow! Jetzt sehe ich weniger vom Spiel. Nice, mehr FPS. Ich weiß nicht, willst du mehr FPS haben, Daniel? Du hast garantiert irgendwie so einen Tachanka-Helm gefunden oder so. Ein Altin, ich wusste es. Aber actually, das ist gar nicht so schlimm. Also, mal, zieh dir mal auf. Das ist halt echt akzeptabel. Oh ja. Ich glaube, ich behalte den erstmal, okay? Oder willst du ihn haben? Nehmen wir natürlich den Cowboy drauf. Okay. Ich habe einen Sprengkopf gefunden. Den Raketenwerfer? Ja, genau den Sprengkopf habe ich gefunden. Oh boy. Ist noch eine M1A. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Musste mal kurz gehen. Ja, tut mir leid. Ich wollte nicht mit der LAW auf den schießen. Warum nicht? Verstehe ich gar nicht. Hier wurde gefällt. Hier wird gerade eine Base gebaut. Das Haus ist das Construction, das Territorium. Ist eine Leiche draußen liegen. Auf einem Feld, links vom Haus. Zwischen dem Haus und der Scheune, nicht der Scheune, sondern ein Industrial Gebiet da links. Sie ist auch, ja. Die könnte gleich gelootet werden. Ist das eine Zombie-Leiche oder ein Spieler-Leiche? Das kann ich nicht sagen. Wir haben die auch einfach auf Zombies geschossen. Möglich. Mal reinplatzen? Ja. Auf geht's. Hier liegt ein Rucksack. Ja. Hier ist jemand im Eingang. War auf dich, oder? Nee, ich habe auf ihn geschossen. Achso, okay. Gib ihn. Hier ist zu. Shit. Wie lade ich nach, Alter? We had shots, man. You hostile? Oh wow, now we're friends. Wait. Talk again. What have you... No. Ah, okay. I know, man. Sprichst du Deutsch? Ja, Mensch, Daniel, ich bin hier, warte, dass ich dich mal erledigt habe. Okay, Jungs, ihr packt die Waffen weg, wir packen die Waffen weg, okay? What the fuck, ihr kennt Deutsch? Ja, wir sind zur Schule gegangen zusammen. Okay. Ja, wir kennen uns schon seit Kindergarten. Ja, warte. Ich vertraue dir, ja? Ich vertraue dir. Ich stell mich, ich vertraue dir, ich komm jetzt. Okay, komm raus. Pack die Wumme weg. Ich hab meinen Freund hier, der ist Kevin. Wir sind zu zweit. Komm rein. Shit. Dann komm ich wieder raus. Okay, let's go. Wir vertrauen ihm. Hallo? Sicher, dass wir euch vertrauen können? Wo ist dein Freund? Ich bin oben. Wie ist denn dein Name, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin einfach oben geblieben. Meiner? Genau. Emmerich. Emmerich, schön dich kennenzulernen. Wo kommt der Name her? Grüße. Das ist rumänischer Herkunft. Okay, das ist dein Vorname, ja? Aber, nee, ist mein Nachname, aber alle nennen mich Emmerich, deswegen. Okay, schön dich kennenzulernen, Emmerich. Mein Name ist Daniel, Mann. Grüß dich. Ihr kennt euch ernsthaft aus dem Kindergarten. Ja. Wir kennen uns seit Ewigkeiten, Mann. Oder? Erzähl mal ein bisschen von unserer Zeit zusammen. Ja, natürlich. Kindergarten, Sandkassengeschichten und so, ne? Ja, glücklicher Zufall, wie ich finde. Aber wie war noch gleich dein Name? Ich hab mir sehr entfallen nach der Kindergartenzeit. Tom. Tom, ach ja, Tom. Emmerich, das ist Tom, Mensch, meine Fresse. Natürlich.
Tom, kurze Frage. Ja. Wo kamen die Schüsse her, die wir gehört haben? Hey, wir haben gerade Zombies geschossen. Ich sagte. Ja, wir haben zwei Revolver rum und einen Diegel und das ist einfach ein Zeichen des Wohlstandes und da haben wir das Feuer eröffnet. Ihr habt uns damit übrigens angelockt und vermutlich auch alle anderen Leute, die in der Nähe waren. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Wir waren schon richtig im, oh, hier wird eine Base geraided, wir kommen jetzt hier hin und töten Leute, ja, Modus. Ja. Wir haben tatsächlich gerade eine Base geraided. Ach was, erzähl mal. Ja, also es ist unser erster Tag hier auf dem Server übrigens. Herzlich willkommen. Wir sind halt hier hochgelaufen, haben so ein bisschen geguckt, wo wir die Base bauen könnten. Haben einen kleinen Tizzy Run gemacht, dort vier Leute gekillt, die hatten so eine Satchel Charge bei. Oh, sick. Und dann hatten wir hier weiter runter, ist ein Nachbar gewesen, den haben wir damit mal kurz auseinandergenommen. Warte mal, kannst du mir erzählen, wie viele Satchel Charges du verwendet hast für eine Wand? Zwei Stück für eine Wand raus. Wow. Und hatte der irgendwas dabei? Habt ihr Plus gemacht, oder? Ja, wir hatten nicht erwerben eine Stadt auf der Base hier. Also wir hatten keine Kisten, keine Fässer, jetzt haben wir vier Fässer und ein paar Kisten oder so. Da hat er halt sehr viel Base-Building-Zeug, also kam uns sehr zugute. Der Tag heute ist einfach perfekt gelaufen, besser ging's gar nicht. Wart ihr schon in Novo? Wieso? Da ist in dem im Building, also im Rathaus, ist ein Clan drin, Deutscher. Mhm. Der hat vorhin, wo wir da gelootet haben, einfach über wirklich die ganze City, alles von der City, hat der Musik spielen lassen durch diese Megafon-Dings da. Oh, okay. Ein deutscher Clan, sagst du? Wie so eine Radioshow. Ja, deutscher Clan, die sind echt nett gewesen, aber die haben gesagt, wenn du mit Waffen herumläufst, halt keine Zeit. Tom, das ist unsere Base, Mann. Da wohnen wir. Jo, ernsthaft. Ja, Mann, Tom. Ja, Mann, Tom. Das ist kein Scherz. Warte kurz, schau mal in den Chat kurz. Ich hab alles ausgestellt, ich kann nichts lesen, du. Das musst du laut sagen. Ja, nee, weil ich hab vorher mit dem Typen, der im Radio war, die ganze Zeit geschrieben. Elton Juan oder Elton Juan. Ja. Mir immer die Lieder spielen. Ja, das war ich. Oh mein Gott. Es kommt alles zusammen, Mann. Wir hören euch aus der Entfernung. Der Tag. Mein Puls, Tom, Alter. Wir standen hier vor der Tür und ich war überzeugt, dass wir hier reingehen oder euch umbringen, Mann. Und dann plötzlich sowas. Lieber Tom, Herr Emmerich, wir würden euch anbieten, so eine Art Anti-Angriffspakt abzuschließen. Was haltet ihr davon? Wir kommen hier nicht mehr vorbei und machen irgendeinen Mist. Und ihr kommt nicht bei uns vorbei. Geil, Mann. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann sind wir auch gerne für euch da. Zum Beispiel, falls ihr geradet werdet oder ähnliches. Wir sind verbündet. Also ihr könnt jederzeit gerne vorbeikommen. Cool, Mann. Habt ihr Night Visions? Wie bitte? Ein Nachtsichtgerät? Habt ihr zufälligerweise eins? Emmerich hat eins. Ich komm mal raus, ich trau dir. Ja, okay, alles klar. Hallo, Herr Emmerich. Schicke Klamotten hast du an, du. Grüße. Oh, jetzt ziehen sie alle gleich die Waffe, Hilfe. Aber ich wollte sie echt wegstecken. Ich wollte sie wegstecken. Ich hab's verschossen gekriegt. Habt ihr gerade was? Eine kleine Welt. Ja, das stimmt wohl. Wir kennen das übrigens nicht aus der Schule, ja. Vom Prinzip her, wir kennen es aus dem Internet. Oh, okay. Nur um die Illusion hier nicht aufrechtzuerhalten. Was? Kindergarten, Roselei? Ja, braucht ihr noch irgendwas? Sucht ihr noch irgendwie Nägel oder braucht ihr irgendwelche anderen Sachen? Nägel? Habt ihr einen Code-Lock? Code-Locks, ja. Das wäre richtig geil. Können wir ein bisschen safer bauen. Naja, wir machen das so. Wir bringen kurz, wir haben noch ein paar Raketen und so, die müssen wir noch wegbringen. Und nachdem wir die weggebracht haben, holen wir einen Code-Lock und kommen dann mal zu euch zurück und bringen euch das Code-Lock vorbei. Okay? Toll. Also ich wollte eigentlich gleich pennen gehen. Ich weiß nicht, wie lange dauert das. Oh, ich würde sagen, eine halbe Stunde, länger nicht. Da bin ich wahrscheinlich pennen, weil ich ja morgen Frühschicht. Okay, kein Problem. Was machst du denn, Emmerich, wenn ich fragen darf? Ich bin Physio. Oh, Digga, du bist mehr oder weniger. Du bist mehr oder weniger professioneller Masseur? Oh boy. würde ich mich nicht nennen. Okay, ich arbeite relativ wenig manuell. Okay, verstehe. Na gut, okay. Wie sieht das bei dir aus, Tom? Hältst du das noch durch? Du kannst auch mit uns kommen, wenn du Bock hast, je nachdem. Ja. Ja, ich wollte jetzt nicht mehr. Ja, komm, machen wir das, komm. Let's go.
Kennen die uns jetzt, wenn wir da ankommen, oder? Nee. Aber wir sagen einfach deren Vornamen und hoffen, dass wir nicht umgebracht werden. Okay. Manfred, Christian. Bitte vorne reingehen. Oh hier, du wartest schon jemand. Ja. Alarm. Ja, muss da reinkommen. Mehr Türen? Oh Gott. Oh. Ach, das ist so ein Schornentor hier. Ah. Oh. Hi, grüßt euch. Hallo. Oh, hier. Wir gehen mal nach oben, ja? Oben ist ein bisschen mehr Platz. Das ist unsere Base. Wir haben uns mehr oder weniger das beste Gebäude geschnappt in ganz Novomitrovsk. Oh. Also, ja, man merkt, dass hier viele Leute farmen. So, Tom, warte mal, wo bist du denn, mein Bester? Na, hier. Schau mal, hier, ich glaub's ja am Boden. Kannst du direkt mitnehmen. Oh, dankeschön. Sehr nett, sehr nett. Ja, gerne, ey. Fühlt man sich ein bisschen besser, wenn man zwei Wände vor der Base hat. Du wurdest übrigens gelobt, ja? Die Jungs mochten, wie du die Musik abgespielt hast über die PR-Anlage. Moin, ich habe heute so ungefähr 10 Stunden lang Musik gespielt, alles gut. Wir waren vorhin hier und haben Platz getanzt. Ja, hast du sehr gut gemacht, das sah sehr gut aus. Hier vorne ist übrigens das Militärzelt, warte mal, da muss ich auch mal ein paar Sachen reinschmeißen. Ja, ich habe schon gesehen. Wenn du das Brummen über uns hörst, oh Gott, ist hier viel drin, Mann. Ja, ich dampf ja auch gerade alles rein. Östliche Derfield kommt jetzt im Dorf runter. Ich glaube, ich will die einmal ins Arsch. Ich bin der Manfred, ja, ich bin da jetzt sozusagen der Architekt. Ja, und ich tu die ein bisschen koordinieren. Das machst du ganz großartig, Manfred, dankeschön. Und wer ist der Letzte hier in der Reihe? Ich bin der Kai, auch Kaste genannt, und ich bin für die Stimmung hier. Ja, Kai, großartig. Großartige Arbeit soweit. Ja, Tom, das sind alle hier. Das sind quasi die ganzen Badabieren. Ja. Das sind die wundervollsten Menschen. Die haben hier quasi, währenddessen wir unterwegs waren und die lustigen Sachen gemacht haben, haben die hier alles arrangiert. Hm? Danke, Jungs, Mann. Ey, wow. wow. Manni, was? Ach so, wenn das so ist. Geht ihr auch. Tschüssi. Tschüssi, macht's gut, Jungs. Bye, liebe macht's euch. Und Server Restart. Und Server Restart. Das ist jetzt. Jede Sekunde, jetzt. Okay. Das Timing. Okay. Okay, Jungs, das Ding ist jetzt so, Knüppel hat mir geschrieben, er ist um 8 da, beziehungsweise versucht um 8 auf dem Server zu sein, ich weiß nicht, ob er das schafft, weil wegen Q. Und er ist in TZ. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich alle Raid Supplies hier zusammenpacken und nach TZ fahren, um ihn dort abzuholen. Fühlt euch bereit? Ich hab Night Vision dabei, ich hab Satchelitschasses dabei, ich hab Muni dabei, ich hab die Shotgun-Muni-Kiste dabei. Okay, weiß nicht, Annie, bist du bereit? Gar nicht. Rein da. Ich hab Schiss, okay, let's go. Warte, ich komm rein. Ich hab die aber an. Was mach ich hier, Alter? Ich hab das Auto kaputt gemacht. Drin. Echt jetzt? Ja. Okay, ich hab das Auto kaputt gemacht. Wow, ich glaube, da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Okay, ich komm raus. Da auch verstehen, Annie? Hab ihn. Nice. Okay, ist egal. Machen wir einen gemütlichen Raid raus. Die sind gar nicht mal draußen. Die sind draußen, die sind nicht in der Base, meine ich. Hallo Tom! Hallo Emmerich! Ja, Grüße! Hallo! Grüß Gott! Grüße! Oh, groß. Seid ihr bereit zum Raiden? Wir haben Raketenwerfer dabei und alle Raketen. Oh boy, let's go. Oh. Wollt ihr jetzt direkt loslegen, oder? Ja, wir wollen direkt los, Mann. Ja. Nehmt alles mit. Wir haben den Granatwerfer dabei. Nehmt die Unterlaufgranate mit. Ach du Scheiße, die bauen jetzt aber wirklich viele Sachen hier rein. Kommt mal rein, kommt rein. Wir haben so ein riesiges Schatzzimmer hier oben. Ich schau mal hier in die Kisten rein. Oh, die haben die riesigen Westen. Die Level 5er Westen.
Und eine PKM haben die hier drin. Die sind mindestens genauso gut wie wir unterwegs. Wenn nicht sogar noch einen Ticken besser. Nur ganz nebenbei. Gut, dass es unsere Verbündeten sind. Wo ist denn der Raid? Oder darf ich das jetzt gar nicht? Arschweit weg auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall ziemlich weit laufen. Das ist nicht gut, um den Loot zu verschieben. Aber, ja. Oh, die Fässer, die tragen wir, oder? Also, wir können los. Oi, die Nervosität ist auf den Höhepunkt angekommen für mich gerade. Es wird immer nervöser gerade. Wenn jemand diese Gruppe erzieht, der schießt aber auch einfach nicht. Oder er schießt sofort. Vor uns! Bär, 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 Bär! Alter, da ist ein Bär auf der Straße! Oh mein Gott! Ich will nicht schießen! Das war, glaube ich, die absurdeste Situation, die wir jemals mit einem Bären hatten, Alter. Wie viele Schüsse der gefressen hat. Ja, und ich dachte, der kippt irgendwann um nach dem dritten oder so. Erstmal nachladen. Ich fand auch gut, wie er weglaufen wollte und dabei die ganze Zeit Aua, Aua, Aua gerufen hat. Oh Gott, ey, der arme Elton Juan, der arme Emmerich, ey. Tom heute noch so, ah, der Emmerich, der raidet bestimmt nicht mit. Und jetzt wird er vom Bären angefallen. Oh. Wir werden da gleich eine Scheune raiden gehen. Die hat ein rotes Dach und ist ansonsten weiß angemalt. Hat zwei große Scheunentore, worüber wir reingehen können. Und die haben jeweils auf beiden Seiten eine Schleuse. Vermutlich müssen wir durch drei Wände. Im besten Fall müssen wir durch zwei Wände. Auf jeden Fall zwei. Und die sind auf jeden Fall gut dabei. Die haben auch schon auf dem ersten Server gespielt. Da haben sie aus irgendeinem Grund aufgegeben. Und jetzt spielen sie hier auf dem zweiten Server. Die wissen, was sie tun. Haben die online? Und die sind online. Alright, alright. Über die Wände können wir auf jeden Fall rüber. Die haben weitergebaut. Pass gut auf, die haben exakt. Lass nah rangehen. Vielleicht andere Seite? Die andere Seite haben sie auch schon. Kevin, dann würde ich sagen, wir boosten uns hier hoch, oder? Ich kann es versuchen. Geht schon, er ist schon auf dir drauf. Ah, jo. Okay, ich platziere dann jetzt, ne? Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber... Wir auf jeden Fall mal ein Stückchen weiter weg. Ich hab ein bisschen Angst hier, Daniel. Ja, glaub mir, ich fühle mich auch nicht gut gerade. Weit ist denn die weg von hier? Nicht weit. Oh mein Gott. Hab ich mich gerade verjagt. Ich war gerade auf der Karte. Wir müssen noch die zweite legen. Gott! Kacke nach Hause! Es piept schneller, es explodiert gleich. Nice. Fast kaputt. Ich schieß mit der Rakete gegen, wie war's damit? Nehmt Abstand. Und dann den Winkel drauf. Ja. Habt ihr Abstand? Ja. Okay. Hat funktioniert, oder? Ja. Okay. Wir haben ein Auto hier. Ich bin tot. Oh mein Gott. Der Radius hat mich gekillt. Kevin ist dead, Kevin ist dead. Kevin ist tot. Aber er hat meine Sachen, also ist alles safe. Ich kann ihn nicht looten. Kannst du ihn looten? Ja. Muss müssen wir dann nach rechts gucken und stehen bleiben. Von der Ecke und dann einfach springen. Okay. So. Ah ja. Okay, alles klar. Gut, ich bin jetzt drin und jetzt ist alles stressfrei, weißt du? Wir haben jetzt zwei Leute drin. Ich hab Angst. Check mal die Wand. Badly damaged. Perfekt. Ich hab übel Schaden bekommen, Vorsicht. Okay, nee, doch, ich hab auch Schaden gekriegt. Immer noch. Du, ich sterb gleich, Alter. Ich hab noch eine HE, ich schmeiß die HE. Ja, so bin ich auch gestorben. Wenn du in der Nähe von Explosives bist, kriegst du Damage, aber du merkst es nicht, dass du Schaden bekommst. Ja. Deswegen bin ich gestorben. Da ist jemand close bei den Sniper im Wald. Den Kampf. Kontakt. Let's nade. Mehrere im Wald. Contact. Auf Marke. Ich glaube, das wird darauf hin. RPG holen müssen. Bruder, hier ist gerade ein dicker Kampf. Hörst du das? Einer ist tot.
Einer tot, einer tot. Einer tot, einer ist hinter mir, direkt hinter mir ist einer. Lass die Seiger nehmen, komm. Und der schießt auf mich. Ein tot hinter uns, auf meiner Leiche. Ich glaube, ich würde TK. Gerade oben mies beschossen. Okay. Wir haben oben im Norden noch mehrere Leute, ja, die kommen gerade von also von Norden, von Südwesten. Ohne Rakete, ohne Rakete keine Chance. Genau, andere Seite. Ja, wir haben sie in der Base, alles easy. Geh so weit wie möglich nach hinten. Was ein Albtraum. Daniel, da kriegen wir hin, Renn mit dir! Renn mit dir! Come on, man! Renn mit dir! Oh, Daniel, ich bin im Zelt! Ich bin im Zelt! Oh, man! Du hast dich ins Zelt reinfallen lassen, zufälligerweise. Da war ein Loch im Zelt. Wirklich? Oh, weil ich habe da kein Loch im Zelt gesehen. Daniel, also... Daniel, würdest du mir glauben, wenn hier ein Gunrack stehen würde mit... Wenn ich zieh mal den Rucksack aus und zieh mir dann den Gilly an. Hab ich probiert, ging nicht. 3 DVLs, 3 JTAGs. Unendlich viele M24, unendlich viele AKs, ungefähr 5 Rocket Launcher jeder Art. Was will ich mit dem Kühler? Money? Yes. Hi, mein Süßer. Hallo. Money und Jäger, leg hier an die Kante, Jäger, leg an die Kante. Wir boosten rein. Hi, grüß dich, Christian. Geil, Mann. Oh, wie lange hat das jetzt gedauert, Mann? Habt ihr Raketen? Ja. Okay. Alle bitte maximalen Abstand. Ich kann mich nicht bewegen, alles gut. Okay. Oh Gott. Schieß in die rechte Ecke. Also, dass die Wand hier Schaden nimmt. Ich schieß weiter rechts. Hab keine Explosion gehört. Er ist hindurchgeflogen. Die RPG-Rakete ist durch den Boden hindurchgeflogen. Ich bin der AFK. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, du bist gerade, okay. Ja. So. Komm. Schießen wir gegen die Wand oder gegen die Stiege? Wand. Okay. Gegen die Wand. Ja, weil ich habe keine Lust mehr auf Experimente. Let's go. Die hat 100% da getroffen, wo sie hätte treffen sollen. Die Wand ist kaputt. Oh weh. Kommen wir da irgendwie rein? Die war schon vorher kaputt. Die war schon vorher weg. Ah. Die hatte ich nicht gesehen. Alle Bodenbasis-Sachen sind übrigens orange hier oben, ne? Auch die hier. Hi Jungs, schau, was ich hier habe. Oh mein Gott. Look at this, boys. Zeig es mir, zeig mir. Schaut euch das an. Ich hab schon lange zugeguckt und dachte mir, ihr braucht das. Oh, die Basics. Oh. Okay. Das steht übrigens drauf, Swinti Doi Bora Skrantai Toi, Skrantoi. Das steht Big Bum RPG. Aimt Daniel richtig? Also nicht in der Luft? Ja, aimt richtig gerade. Das ist die letzte, ganz kurz, bevor ich hier schieße, okay? Wir haben, wie lange sind wir jetzt hier im Raiden? 6 Stunden. Und wir haben viele Raketen gesucht on the fly, damit wir immer und immer wieder was dagegen schießen. Und 2 davon sind durch die Decke geflogen, richtig? Ja. Wir vermuten, dass sie durch die Decke fliegen, weil ein Zelt oben drauf steht und verhindert, dass die Decke zerstört werden kann. Hm. Ich bin mit Frustration hat sich von... Ich hatte jede Emotion heute, wirklich. Ich hatte Freude, Glück. Ich hatte Frustration. Ein leicht depressives Gefühl hatte ich auch minimal dabei. Dann ging es wieder ein bisschen hoch. Ich habe einen richtigen Rollercoaster der Emotionen gehabt. Wenn die Rakete jetzt dagegen fliegt, und die Decke da oben nicht kaputt geht. Oder die Wand nicht kaputt geht. Alte 4. Ja. Ja, das ist Alte 4. Auch ich habe meine Grenze und die wäre dann erreicht. Okay, ich schieß jetzt. Jetzt bin ich nervös. Oh nee. Tu es. Jawoll! Ja! Wir haben zumindest... da oben ist das Zelt drauf! Was? Das ist ja eigentlich nur eine Rakete. Es ist ja wirklich nur eine Rakete. Es war nur eine Rakete. Und ihr wart schon lange nicht mal in irgendeiner Military Base. Also. Ja, wann war das letzte Mal Teasy? Überleg mal. Leute, ich hab ein RPG, Halt's Maul, Jäger. No, ich hab ein RPG. Nein. Oh mein Gott. Nein. Wie viele sind denn da draußen, die Raketen bringen? Würde ich den Server liegen und
heute alle Raketen suchen lassen. Nimm mal bitte alle Abstand, okay? Oh Gott, Bruder, Mann. Let's go! Wir sind drin! Oh mein Gott! Leute. Nein, das Zelt ist zu. Okay, hinten ist eins offen. Da ist ein Clothing Bag. Okay, Profit. Waterproof Clothing Bag. Ja, knie dich mal hier hin, oder stell dich mal hier hin. Hier so. Bitte hinstellen. Ja, aber da kann man doch einfach drüber klettern, oder nicht? Aber die ist auch Battle, die ist auch ja. Damage hier, die vom Zelt. Ich hab noch eine da, ja, und eine haben wir noch. Okay, ich schieße jetzt gegen die Wand, ja? Vom Zelt. Jo. Ich schieße ein bisschen weiter oben hin, ja? Damit vielleicht das Splash nicht alles unten kaputt macht. Ist das denn eine gute Idee, von hier aus zu schießen, Mann? Ja, ich bin nicht über dir, das geht schon. Boah, das drei gemein. Sterben gleich hier drei. Ich bin tot. Genau. Ja. Oh nein. Und es ist noch nicht kaputt. Ich hab's an die Leute, es ist noch ganz. Aber ist es wenigstens auf Battle Damage gegangen? Ich denke mal schon. Die Seitenwand ist kaputt gegangen. Ah ne, die war schon. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich meine, als wenn das mich jetzt abhalten würde, fahren wir das zurück zu noch. Kleiner Moment, Jungs. Bei all den Wänden, die wir hier in der Base haben, Chat, da kommt niemand rein, Alter. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dann so sich heftig abackert, um hier reinzukommen. Karabiner 98K? Jawohl. Habe ich dafür Munition? Boah, haben wir sowas überhaupt? Aha, klar haben wir sowas. Nice. Vielleicht habe ich eine Rakete schon dabei. Wirklich? Ja. Nice. Ich wollte jetzt nicht extra wohin rennen lassen. Nice. Ein Hoch auf Christian. Christian, mehr krieg ich gar nicht raus. Ein Hoch auf dich, Bruder. Oh, ich komme. Noch 9000 Meter. Kastensprung. Ist ein Auto, ja? Wie, das fährt doch nicht vorbei? Really? Ja, hier ist ein Auto. Hält es an oder was macht das? Weiß ich nicht. Vielleicht sind das die Besitzer der Base. Ich bin draußen mit einem Scharfschützen. Wer soll ich schießen? Ja. Ich glaube, wir sind... Einer ist down. Ich hab geschossen. 60 Grad. Unser Mate draußen antwortet nicht mehr. Wahrscheinlich tot. Wurde auf jeden Fall wahrscheinlich erschossen. Dann würde ich sagen, verhaltet euch ruhig. Ich gehe kurz oben auf den Berg und ich gucke mal, ob ich ihn von oben sehe. Ich sehe ihn. Er geht langsam auf euch zu. Was auch immer er vorhat. Ich markiere? Über euch. Hab ihn. Headshot. Nice. Hoffen wir, dass der letzte war. Na, er ist hier. Ich hab dickes Equipment von ihnen an. Headshot war das auch, der ist garantiert tot. Nice. Er hat auch eine im Dingens eine M1A gehabt. Keine Socken mit hier drin. Okay, ich komme. Okay. Ich mach's das jetzt, weil ich komme gerade sonst mit der Kiste hier, dann komme ich jetzt nicht rein. Nein, bleib lieber dann fern. Du hast sie. Dann schieße ich jetzt einfach direkt close vor mir hin. Ja. Da auf die Wand. Dann opferst du dich aber, ne? Ja. Dann muss ich so oder so, also. So, seid ihr genug weit weg? Ja. Ja. F. Nicht geklappt. Kevin ist tot und das Zelt ist offen, aber es ist schwierig reinzugehen, weil... Ich könnte von der Treppe aus reinspringen. Hier ist ja noch ein Gunrack. Habt ihr den hier hingestellt? Ja, den haben wir. Nee, das haben wir. Das ist alles, was wir von unten rausgeholt haben. Kann man da überhaupt reinspringen? Was denkt ihr? Ich glaube, ein Zelt ohne Boden hat keine Hitbox zum Drauflaufen. Ja, definitiv.
Perfekt. Okay. Ich sehe... gerade ein Zelt gesehen. Ich hab das Zelt hier. Das Zelt hat ein Gilisio DPM. Räder für den Uatz. Ein Battlebelt. Wie, nur Trash drin? Und Rucksäcke und Sprit ist drin. Keine Raid-Materialien. Komm, dann fahren wir. Oh mein Gott, ja. Henny, Mann, Alter. Ich will jetzt einfach nur... ja, ich verstehe das. Stellen. Ich steig hier ein und pack das so, dass wir ausgehen können. Ist okay, wenn ich den Zebrastreifen erfahre, ich sehe da niemanden. Oh, da ist ein Zombie, ne? Moment. Ja, aber der geht in die andere Richtung, das ist eindeutig. Hier links wäre jetzt nice. Ja, ist nur ein bisschen tricky hier zu fahren, hier viele Barrikaden und so. Die letzten 100 Meter. Wenn du möchtest, kann ich nur Motorschaden provozieren. Hi Kevin, Vorsicht, mach gut Platz, Alter. Okay, mach zu. Wir sind drin. Egal wie lange wir hin und her machen mussten, wie oft ihr respawn seid oder wie lange ich auf keiner Base stand, Mann. Wir haben es geschafft. Puh. Und das ist der Loot, Jungs. Oh, hey, da unten ist noch Platz. Und das, nee, ist der Loot. Das war meine M4. Achso, okay, ich dachte schon. Oh Gott, und ich habe ja auch nochmal alles dabei. Ich habe meinen kompletten Rucksack noch, hier, Daniel. Hm? Schau mal da rein. In die Box hier? Oh, so viel Night Vision. Tun wir es ganz safe, oder? Ja. Any, meinetwegen lockt dich damit direkt aus. Also, wir haben es geschafft, wir sind jetzt in Sicherheit. Wir haben so lange geradet, dass halt die Hälfte von uns schon wieder offline gegangen ist, ne? Weil sie halt nicht weitermachen konnten. Wann haben wir angefangen? Um wie viel Uhr? Um wie viel, also? Um 20 Uhr sind wir hier, kurz nach 8 sind wir hier los. Kurz nach 8 sind wir los und wie spät haben wir es jetzt? 4.33 Uhr, dann sind das ja über 8 Stunden Raid. Meine Güte, Alter. Und wann habt ihr euch vorher am Anfang getroffen? Ich glaube, das war 15 Uhr knapp. Ja, seit 15 Uhr spiele ich der See, also seit... Ich kann das gar nicht mehr zusammenrechnen, aber verdammt nochmal lang, ey. 13 bis 14 Stunden. Mann, ey. Geisteskranker Tag, wirklich. Daniel hier aus dem Cutter-Studio. Ich bin endlich fertig geworden mit diesem Monster von Video. Das monatelange Nichts-Hochladen hat damit ein Ende, womit ich überglücklich bin und gleichzeitig auch außerordentlich dankbar bin dafür, dass ich den ganzen Kram überhaupt so lange machen durfte. Danke an dich da draußen, egal ob auf YouTube, Twitch oder im Supermarkt oder wo auch immer ich dich getroffen haben sollte. Ich bin fertig, das Video ist fertig und wir sehen uns bald wieder. Dankeschön.